So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Es ist ein sehr schöner Frühlingsvormittag. Naja, so richtig Vormittag auch nicht mehr. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt mal Folgendes. Ich habe ja noch so ein paar kleine Spezial-Videothemen auf Lager. Habe ich mir aufgehoben. Für besondere Zeiten. Ne? Und ich habe keine, nur eine Hand frei, das ist gerade etwas schwierig. Und Folgendes, was kaum einer weiß, ist, dass man bei der Birke, diese hier, die soll gefällt werden, das heißt, da können wir ein wenig zu Werke gehen, dass man bei der Birke eben nicht nur dieses olle Birkenwasser draus gewinnen kann, draus schröpfen kann, sondern eben auch eine gewisse Portion Birkenbetulinsaft. Und dafür müssen wir sie erstmal fröhlich auffangen. Kann man das sehen? Bin mir nicht sicher, ob man es sehen kann. Es läuft nicht viel, das ist auch gut so, das ist auch ein gutes Zeichen. Und ich sammle jetzt mal ein Weilchen und dann erkläre ich euch, was es mit dem Zeug genau auf sich hat. Also ganz, ganz langsam tröpfelt es vor sich hin. Ist wirklich mühsam, da eine vernünftige Menge zusammenzubekommen. Ja, also dieser Sammelprozess geht eine ganze, ganze Weile. Man kann natürlich, wenn man jetzt irgendwie gemütlich Päuschen machen möchte nebenher, den Topf auch mit einer Schnur an irgendeinen Baum binden und sich da eventuell noch einen kleinen Zapfhahn ins Loch in der Birke entsprechend reinmachen. Also ich habe jetzt nur Birken genommen, die entsprechend eh ausgezeichnet sind zum gefällt werden und demzufolge ist das jetzt auch eine vertretbare Maßnahme entsprechend gewesen, weil, wie gesagt, die kommen demnächst sowieso weg und dann ist es nicht so dramatisch, ob man die jetzt hier ein bisschen beschädigt, weil eine Beschädigung ist es. Das muss jedem, egal welches Zeug gerade aus der Birke fließt, Sammler bewusst sein. So, und dann kann ich jetzt mal erklären, worum es hier eigentlich geht. Folgendes. Wie wir ja wissen, gibt es Bäume, die haben Harz. So. Und dieses Harz, das ist ja dafür da, dass es entsprechend A, zum Beispiel eine Wunde verschließt, nachdem die entstanden ist, B, Käfer verklebt, die sie in den Baum bohren wollen, C, irgendwelche Pilze verklebt, die im Baum sich vermehren wollen und gegen irgendwelche Bakterien hilft, die ebenfalls im Baum sich vermehren wollen. Das ist also so ein Universal- Anti, alles was für den Baum schädlich ist, Material. So, jetzt ist es so, dass die meisten Laubbäume kein Harz in dem Sinne haben, zumindest nichts, was man so bezeichnen könnte. Was die stattdessen haben, ist irgendwas anderes, um sich entsprechend vor fiesen Krankheitserregern zu schützen. Und im Fall der Birke ist das eben dieses Betulin. Das habt ihr jetzt wahrscheinlich schon mal gehört. Das ist der Stoff, der in der Birkenrinde drin ist, der dafür sorgt, dass die so gut brennt. Ne? Weil das ist ein ätherisches Öl, relativ leicht flüchtig und was leicht flüchtig ist, das verfliegt auch insbesondere dann noch schneller, wenn man es anzündet. Also dieses Betulin ist brennbar und das macht halt auch eben die Birkenrinde so gut brennbar und vor allen Dingen ist es auch dann brennbar, wenn das Material, in dem es drin ist, nass ist. Also das ist so gut brennbar, weshalb halt eben auch entsprechend nasse Birkenrinde brennt. Das ist alles nichts Neues, das wissen wir alle. Das Neue ist, was bisher so gut wie, das weiß eigentlich überhaupt niemand, außer ich, weil es nämlich folgendermaßen, dieses Betulin wird auch in die Blätter kurz vorm Laubaustrieb entsprechend eingelagert. Ne? Das ist jetzt so, wie kurz vorm Laubaustrieb, da gibt es noch keine Blätter. Ja doch, die hocken halt nur noch in der Knospe. Und wenn die dann austreiben, also wenn die Knospe quasi aufbricht und das Blatt herauskommt, und man kann hier sehen, noch ist es nicht so weit, es ist also jetzt hier gerade genau die richtige Zeit, es ist halt kurz davor, dass das passiert. In dem Moment ist das junge Blatt wahnsinnig anfällig gegen diverse Krankheitserreger und
deswegen versucht so eine Birke, ihr sehr junges Blatt eben dadurch zu schützen, dass sie da dann bereits relativ hohe Mengen an Betulin in die Blätter einlagert, damit die halt eben nicht von irgendwelchen Pilzen befallen werden. Es ist nämlich tatsächlich so, dass diese ganzen Birkenpilze, die man kennt, wie der Birkenpurling zum Beispiel, teilweise auch wirklich über dem Blattansatz beim Austrieb der Blätter den Baum infizieren können und dann sozusagen den ganzen Baum runterkriechen, bis sie dann in einer für uns durchaus sichtbaren Höhe eben diesen charakteristischen Birkenpurling-Pilz entsprechend ausbilden. Ne? Also das ist alles hoch interessant, wie das mit der Birke funktioniert, und eben weil diese kleinen Blättchen so gefährdet sind, wird da halt ein Haufen Betulin entsprechend eingelagert. So, und jetzt muss man wissen, wie kommt jetzt das Betulin in die Blätter? Ne? Selber produzieren können die das natürlich nicht, weil die sind ja noch gar nicht da. Das heißt, das muss da irgendwie hoch transportiert werden und da eingelagert werden und wurde über den Winter in der Wurzel gespeichert. Und wie kam es vorher in die Wurzel? Naja, bei der Verfärbung der Blätter, da werden ja die ganzen Nährstoffe, also im Herbst, ne, kurz vorm Laubabwurf, da werden ja die ganzen Nährstoffe, ich suche ein windgeschütztes Plätzchen, ich finde keins, werden ja quasi recycelt und zurück in den Stamm gezogen und da gespeichert, beziehungsweise bis runter in die Wurzel und spätestens da dann gespeichert. Und wenn dann der Laubaustrieb einsetzt, dann werden die ganzen Nährstoffe halt wieder nach oben in die Blätter sozusagen zurückgeführt, in die neuen Blätter, wohlgemerkt. So, und jetzt ist es so, dass das Erste, was die Birke da quasi macht, bevor die Blätter noch austreiben, ist eben dieses Betulin einlagern in ihren Knospen. So. Und dafür, das ist gerade so ein paar Tage dieser Vorgang, kurz bevor der Laubaustrieb ist, wirklich so ein paar Tage vorher, 3, 4, 5, vielleicht mal 6 oder 7, wenn man Glück hat. Und auch nur so lange, bis der Laubaustrieb stattfindet, dann ist vorbei, dann ist zu spät. Ne? Und in dieser Phase hat man eben eine sehr, 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 sehr starke Betulin-Konzentration im Saft, der die Birke hochsteigt. Das ist noch nicht viel, ihr habt es ja gesehen, es gibt da Situationen, da kann man die Birke anschnibbeln und dann schießt das Wasser da quasi förmlich raus und man kann da wunderbar entsprechend sammeln. In anderen Regionen Deutschlands mag es schon viel zu spät sein. Ne? Also wenn das schon so richtig krass läuft, das Wasser, so richtig stark, dann ist es schon zu spät. Dann könnt ihr das schon vergessen, das funktioniert dann schon nicht mehr. Also es müssen wirklich so ganz, ganz langsam vor sich hin Tröpfelchen, und dann kriegt man da halt eben nicht so direkt Wasser, sondern tatsächlich so eine Lösung, in der jede Menge Betulin drin ist. Und zwar wirklich so richtig krass viel, weil das da oben ja für sämtliche Knospen und Blätter quasi reichen muss und nur in wenigen Tagen im Jahr eben entsprechend im Stamm transportiert wird. Ne? Also das ist schon eine wirklich deutlich gesättigte Lösung. Und falls man dann den Fehler macht, so ein Birkenwasser mal trinken zu wollen, dann schmeckt das auch total wirklich widerlich. Also einfach mal die Zunge reinhalten, langt schon, dass man dann keine Lust mehr auf dieses Zeug hat. So, und jetzt, was haben wir gelernt? Betulin ist der Stoff, der die Birkenrinde brennbar macht. Das heißt, man kann also so einen Betulinsaft, so ein wirklich so richtig krass Betulin angereichertes Wässerchen aus dem Bäumchen, was man wirklich lange braucht, um es eben entsprechend zu sammeln. Ich bin jetzt bestimmt eine halbe Stunde hier und fange da einzelne Tropfen auf, um das eben entsprechend in einer nennenswerten Menge zusammenzukriegen. Also wirklich effizient ist das nicht und es ist auch nicht gut für den Baum. Aber ja, kann man machen, und dann kann man das tatsächlich sogar auch als Brennstoff verwenden. Und was ich heute mal ausprobieren wollte, ob man das auch in den Trangia packen kann und ob der dann brennt. Schauen wir mal. Also Trangia technisch habe ich noch nie ausprobiert. So anzünden geht, aber Trangia, ja, ob das einigermaßen, ja, ob das sogar diese Düsen am Rand vom Trangia eventuell sogar zünden, das wollen wir jetzt mal gucken. So, ich baue mal alles auf. Jetzt haben wir aber alle Utensilien hier zusammen, bis die Kamera auf dem Stativ steht und alles. Also hier Trangia, ne? Den kennt man, den machen wir auf. Zack. So, und jetzt habe ich hier meine Tasse mit dem kläglichen bisschen von dem Zeug, was ich da entsprechend gesammelt habe. Und das kippen wir da rein. Auch wenn man es in den Trangia macht, ist gar nicht so wenig. Also unter optimalen Bedingungen würde das vielleicht sogar reichen,
um sich ein Tässchen heißes Wasser zu machen. Also zumindest mal warmes Wasser oder einen Topf Ravioli oder sonst wie. Ja, auch alles reinmachen. Das Zeug ist wertvoll. Die Tasse ja leer ist. Okay. So, ich hoffe, das lässt sich sogar mit dem Feuerstiel entzünden. Weil, ne, das geht mit Birkenrinde ja auch. Dann müsste das mit eben diesem Birkenöl auch funktionieren. So meine Hoffnung. Schauen wir mal. Und jetzt bin ich gespannt. Es wird hier langsam kalt. Echt kühl heute. Nix Frühling. So, brennt das schon. Ein Funken ist reingegangen. Nee, da brennt noch nichts. Oh, jetzt hat's geklappt. Ja, wird langsam heiß. Ihr wisst ja, das dauert eine Weile, bis man das dann sieht. Ja, man kann es auch hören. Ich hoffe, ihr hört's. Ich hoffe, ihr seht da so ein bisschen das Flackern der Flamme. Besser kann ich es halt jetzt echt nicht zeigen, ne? Schwierig. Jetzt habe ich natürlich Bammel, dass mir jetzt gleich hier meine Matte anfängt zu brennen. Deswegen stellen wir das mal woanders hin. Ja, ich bin begeistert. Das brennt ja hervorragend. So eine Überraschung. Also, dass man einen Spiritusbrenner tatsächlich mit Spiritus betreiben kann, da bin ich begeistert, dass das funktioniert. Ich hoffe, den Scheiß hat mir jetzt nicht wirklich jemand geglaubt, oder? Also, ich habe Spaß. Ja, also das ist natürlich der gute, gut und günstig Brennspiritus. Ne? Ich habe den nur vorher in meine Tasse gekippt, damit das dann so aussieht als ob. Aber das ist ja nun wirklich jetzt nicht schwer zu erraten, wie dieser großartige Trick hier jetzt funktioniert hat und vonstatten gegangen ist. Ich denke, da werde ich jetzt niemanden jetzt großartig mit überraschen, wie ich das jetzt hinbekommen habe. Ne? So, folgendes, da ja eine gute Lüge, eine gute Schwindlerei eher in dem Fall immer möglichst nah an der Wahrheit dran sein soll, räumen wir hier schon mal ein bisschen auf, es ist echt kühl heute. Lange, allzu lange bleibe ich jetzt nicht draußen, außerdem ist Mittagszeit, ich habe Hunger. Und es ist Ostersonntag, da habe ich erst recht Hunger, da gibt es was Gutes. So, da bin ich mir eingeladen. jedenfalls, ganz schnell noch eine Richtigstellung. Wie gesagt, eine gute Lüge soll möglichst nah dran sein an der Realität. Tut mir leid mit dem Wind, das geht jetzt halt echt nicht besser. Stellen wir mal so hin, die Kamera. Vielleicht ein bisschen besser vom Wind her. Ist halt Scheißwetter, es hat auch eben noch auf Strömen geregnet, deshalb habe ich die Regenjacke an. So, aber jetzt nochmal richtig. Also, Betulin ist tatsächlich so eine Art Harz für die Birke. Also das, was für den Nadelbaum Harz ist, ist für die Birke Betulin. Es hat die beschriebenen Eigenschaften. Es ist antibakteriell, es hilft gegen Pilze, es hilft gegen diverse Insekten. Und in die Birkenrinde wird es eingelagert, damit die tatsächlich A, wasserabweisend ist, weil Betulin ist auch noch wasserabweisend, deswegen brennt Birkenrinde auch nass. Und B, ist das auch gleichzeitig zumindest ein Teil des weißen Farbstoffs, der die Rinde weiß macht. Weswegen ist Birkenrinde weiß? Weil sie das Sonnenlicht dann reflektieren kann. Bäume können Sonnenbrand bekommen. UV-Strahlung ist für jedes Gewebe schlecht, inklusive auch Baumrinde. Und dadurch, dass sie halt weiß ist, reflektiert sie nahezu alles sofort wieder weg und bekommt wenig UV-Strahlung im Endeffekt ab. Und das ist relativ gesund für die Birke. Das ist jedenfalls so die Strategie, die dahinter steckt. Und tatsächlich wird es auch deswegen in die Birkenrinde eingelagert, damit da halt eben nicht irgendein Pilz durch die Rinde in die Birke eindringen kann. Also das stimmt alles. Das Zeug ist natürlich auch leicht brennbar. Und ja, das ist auch der Stoff, der die Birkenrinde so leicht brennbar macht. Aber das ist
Was halt nicht stimmt, ist, dass das Zeug, bevor der Laubaustrieb stattfindet, in die Knospen eingelagert wird, um die Knospen pilzresistent zu machen. Es kann schon sein, dass in dem Birkenblatt eine winzig kleine Menge Betulin drin ist, aber in keinster Weise für irgendwas verwendbar. Und der Saft, der den Baum hochsteigt, bevor der Laubaustrieb eigentlich noch stattfindet, bevor das große Aufsteigen der Säfte in der Birke stattfindet, das stimmt auch, ne, dass das später dann noch besser läuft und so weiter und so fort. Der Saft, der da hochsteigt, ist keinesfalls ein reiner Betulinsaft, der so viel Betulin enthält, dass er sogar brennbar wäre. Potenziell ist das möglicherweise vielleicht sogar vorstellbar, aber dafür ist der Wasseranteil einfach immer viel zu hoch. Was im Baum transportiert wird, ist in erster Linie immer Wasser mit ein bisschen was drin. Also wirklich minimale Konzentrationen von was drin. Das werde ich auch demnächst nochmal ausführlich besprechen. Aber Tatsache ist jedenfalls, selbst wenn Betulin über Winter in der Wurzel eingelagert wird, was durchaus denkbar ist, dann dient das dazu, um im nächsten Jahr den Stamm bzw. die Rinde weiter eben entsprechend mit hohen Konzentrationen von Betulin zu versorgen. In den Blättern ist dann nie wirklich viel von drin und außerdem, da wird es produziert. Das ist also auch nichts, was irgendwie einfach aus dem Nix kommt und im Stamm rumliegt und nur darauf wartet, hochgepumpt zu werden, sondern es ist ein Sekundärmetabolit, sprich, das wird neben Photosyntheseprodukten, also dem Standard-Photosyntheseprodukt Zucker, wird das eben auch bei der Photosynthese gebildet, tatsächlich in den Blättern und dann eben über den tatsächlichen Stofftransport im Baum, also es fließt schon im Baum rum, eben in die entsprechenden Bereiche der Rinde, wo es gerade benötigt wird, transportiert. Ne? Also es kommt in den Stoffströmen des Baums niemals zu nennenswerten Anreicherungen von Betulin. Und dann nochmal eine Sache, die ich blödsinnigerweise behauptet habe, der Birkenpurling, ja, das ist durchaus ein Birkenpilz, der eine, ich glaube, eine Braunfäule verursacht, also das Holz zersetzt und wirklich nicht schön ist. Und die Birke geht da auch relativ flott dran zugrunde, wenn sie viele Birkenpurlinge abbekommen hat. Und wenn man draußen am Stamm die Birkenpurlinge ernten kann, dann kann man sich ziemlich sicher sein, diese Birke macht es auch nicht mehr allzu lange. Aber was der nicht tut, ist über die Knospen beim Laubaustrieb eindringen, weshalb da dann besonders viel Betulin eingelagert werden müsste. Und außerdem, da habe ich jetzt, wollte ich eigentlich auch noch irgendeine plausible Erklärung für anbieten, also eine plausible Erklärung, ne? Wären ja, wenn wirklich viel Betulin in den Knospen eingelagert werden würde, bevor die austreiben, die Knospen brennbar. Wäre witzig, ist aber halt alles Quatsch und damit möchte ich auch schon schließen, weil, wie gesagt, ich habe Hunger und wünsche frohe Ostern noch nachträglich. Nein, das geht ja heute noch online, also ist es noch eigentlich ganz aktuell und einen schönen Frühlingsanfang und April, April, macht's gut, bis zum nächsten Mal.